Hi Leute, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich mal ein etwas anderes Thema als sonst behandeln, denn heute möchte ich mal über Klamotten sprechen und euch meine wichtigsten Tipps in meinen Augen zum Thema Styling und Klamotten mit auf den Weg geben. Zunächst mal vorweg, ich sage nicht, dass ich den besten oder coolsten Style der Welt habe. Ich sage nicht, dass du meinen Style gut finden wirst. Und ich sage auch nicht, dass diese Tipps für jeden anwendbar oder für jeden gut sind. Aber das sind so Sachen, die ich im Laufe der Zeit gelernt habe. Und ich habe persönlich eine ziemliche Style-Odyssee hinter mir, was die verschiedenen Klamotten angeht, die ich getragen habe im Laufe meines noch sehr kurzen Lebens. Und deshalb gibt es so ein, zwei Sachen, die man auf dieser Reise lernt und die würde ich gerne heute mit euch teilen. Aber ist natürlich alles nur meine Meinung. Also wenn du eine andere hast, ist das natürlich auch vollkommen okay. Damit fangen wir an mit Tipp Nummer 1 und der lautet, es ist wichtig, dass du dich in deinen Klamotten wohlfühlst. Meistens. Was das bedeutet, ist ganz einfach, dass du dich nicht verstellen solltest, wenn du dir Klamotten aussuchst oder wenn du dich anziehst. Du solltest dich wohlfühlen in deinen Klamotten. Es sollte etwas sein, was dich und deine Persönlichkeit widerspiegelt. Aber in manchen Fällen ist es wichtig, seine eigene Komfortzone zu verlassen und sich vielleicht mal etwas zu trauen, um herauszufinden, ob einem das gefällt oder nicht. Und zwar gab es in meiner Vergangenheit einige Momente, wo ich Sachen getragen habe, wo ich mich im ersten Moment so ein bisschen unwohl gefühlt habe, wo ich auch mal phasenweise dachte, okay, deshalb schauen mich jetzt irgendwie alle Leute auf der Straße an, was vielleicht auch in bestimmten Fällen so war, aber es hat mir trotzdem sehr stark dabei geholfen, meine eigene Stimme zu finden und meinen Geschmack diesbezüglich weiterzuentwickeln. Denn wenn man immer nur das tut, was einem irgendwie bequem ist oder was man gewohnt ist, dann kann es sein, dass man die Möglichkeit verpasst, sich stylmäßig weiterzuentwickeln. Ich bin jemand, der schreibt niemandem vor, wie er auszusehen hat. Du kannst meinetwegen in Klamotten rumlaufen, die mir persönlich gar nicht gefallen. Das ist dir absolut selber überlassen. Aber ich bin auf der anderen Seite auch ein großer Fan davon, dass man sich persönlich weiterentwickelt, dass man neue Dinge ausprobiert. Und das kann man eben nur machen, wenn man sich Dinge traut, die man sich, die einem auch gewissermaßen irgendwie erstmal, ja, wo so ein kleines bisschen Unwohlsein dabei ist, sagen wir mal. Aber wichtig ist, dass du langfristig deine eigene Stimme findest und dich niemals irgendwie verkleidest oder dir irgendwas langfristig aufzwängst, nur um anderen Menschen zu gefallen. Sondern es sollte immer unter dem Gedanken stehen, unter der Idee stehen, dass du versuchst, dich selber zu finden und dich selber weiterzuentwickeln. Tipp Nummer 2, achte auf die richtige Größe deiner Klamotten. Das ist eine Sache, die ich jahrelang falsch gemacht habe, würde ich heute sagen, denn ich habe jahrelang Jeans zum Beispiel getragen, die viel zu weit und groß für mich waren. Das hatte teilweise damit zu tun, dass sich Jeansstoff nach einer Weile so ein bisschen lockert und ausdehnt. Das heißt, wenn am Anfang eine Jeans so ein bisschen zu eng ist, ist sie nach ein paar Wochen schon wesentlich weiter. Das wusste ich früher nicht und deshalb habe ich mir immer Hosen gekauft, die nicht richtig saßen. Am Anfang haben die sich angenehm angefühlt und sahen auch ganz gut aus, aber dann nach ein paar Wochen waren die komplett baggy und ausgeweitet. Aber es gibt noch den extremen Fall, dass man sich bewusst nur Hosen anzieht, die irgendwie viel zu weite Hosenbeine haben, obwohl man gar nicht die Muskeln hat, um dieses Hosenbein auszufüllen. Und ich persönlich finde, dass eine leicht engere Hose tendenziell immer besser aussieht als eine Hose, die viel zu weit ist. Das ist auch ein ganz großes Thema bei Anzügen, weil es bei Anzügen nicht immer einfach ist, eine Größe zu finden, die einem passt. Es gibt da gewisse Standardgrößen und Abmessungen und wenn man den Anzug so kauft, wie er ist, läuft man sehr häufig Gefahr, dass die Hosenbeine beispielsweise viel zu weit und viel zu locker sind oder dass das Sakko viel zu groß ist. Und an dieser Stelle kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall mal einen Schneider zu besuchen, wenn du unbedingt einen Anzug brauchst und möchtest, dass der tatsächlich passt und gut aussieht, dann gib ihn doch einfach an einen Schneider,
die das teilweise für sehr wenig Geld für dich dann nochmal fitten, also passend machen. Bei Oberteilen fällt das interessanterweise nicht so stark ins Gewicht, weil diese Oversize-Looks in den letzten Jahren immer populärer werden und auch immer mehr Klamottenhersteller sich auf diese Oversize-Looks spezialisieren und speziell Shirts zum Beispiel anfertigen, die ein bisschen länger sind, aber nicht ganz so weit. Deshalb ist es da nicht so das Problem, aber vor allen Dingen bei Hosen sollte man darauf achten, dass man Hosen trägt, die so eng sind, wie das halt eben möglich ist, dass es noch gut aussieht. Und ja, das betrifft auch Männer, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, denn nur weil du etwas schwerer bist als andere Männer, heißt das nicht, dass du mit total ausgelaufenen und weiten Hosen irgendwie rumrennen musst. Tipp Nummer 3, pflege deine Klamotten. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, Klamotten allzu häufig wegzuschmeißen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ganz, ganz schrecklich, wenn Menschen mit Hosen rumlaufen, die unten total ausgefranst sind, weil die über die Füße hinausgehen und die Leute da die ganze Zeit drauf rumlatschen. Und dann eben auch noch häufig mit Sneakern, die völlig ausgelatscht sind. Und das ist für mich persönlich einfach gar nichts. Abgesehen davon natürlich, dass es auch für den Fuß jetzt nicht besonders gesund ist, wenn man ja, mit so einer durchgelatschten Sohle irgendwie rumrennt. Also ist es bei mir so, dass ich meine Klamotten sehr stark pflege und sehr stark auch darauf achte, dass sie ihre Qualität behalten. Lederschuhe werden sehr häufig bei mir erneuert. Also ich gebe die dann zum Schuster, der macht dann neue Absätze drunter. Oder bei Boats kann man die zum Beispiel an den Hersteller schicken, die machen dann eine Generalüberholung und der Schuh ist für sehr wenig Geld genauso wie neu. Ich versuche mich generell immer danach zu richten, was auf den Zetteln steht, die in diese Klamotten hier eingearbeitet sind oder zumindest Klamotten nach Farbgruppen sortiert zu waschen und zum Beispiel getrennt zu waschen von Handtüchern und sowas, was ja auch nicht jeder macht. Bei Jeans ist es außerdem so, ich hänge die sehr häufig einfach nur auf, damit sie auslüften und wasche sie nicht so häufig wie andere Hosen, weil Jeansmaterial, wie eben schon gesagt, sehr schnell ausleiert und in meinen Augen oder meiner Erfahrung nach auch recht schnell kaputt geht, wenn man sie zu häufig wäscht. Außerdem ganz großer Punkt bei Hosen, immer auf die Länge achten. Nach Möglichkeit, dass das Ganze nicht über den Fuß hinausgeht. Und man kann auch sehr einfach vorbeugen, dass zu lange Hosenbeine unten abgelaufen sind, indem man die Hose einfach umschlägt. Abschließend kommen wir damit zu Tipp Nummer 4 und der lautet, nutze neutrale Farben als Basis von deinem Outfit. Es ist nämlich so, dass man mit einer neutralen Farbe in fast jedem Outfit eine gewisse Ruhe reinbringen kann. Sagen wir mal, du trägst braune Lederschuhe, ein blaues Oberteil, eine braune Lederjacke und fragst dich, soll ich jetzt eine Jeans anziehen, die auch blau ist, oder soll ich vielleicht eher eine dunkle oder graue, schwarze Hose anziehen? Dann ist es in den meisten Fällen so, dass die schwarze Hose das Outfit runder aussehen lassen wird, einfach weil es das Auge so ein bisschen von diesem ganzen Farbkombi-Ding ablenkt und das Auge zur Ruhe bringt. Deshalb befindet sich in jedem Outfit, das ich trage, mindestens ein schwarzes, weißes oder graues Kleidungsstück und häufig bestehen meine Outfits sogar fast ausschließlich aus einer Kombination dieser Farben. Das war's auch soweit, erstmal mit meinen Styling-Tipps. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Falls dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, denn ich könnte bestimmt noch 2-3 weitere Videos zu diesem Thema produzieren. Und wenn das Ganze gut ankommt, werde ich das auch tun. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.